Schön, dass ich in eurer Mitte mit feiern darf und mittendrin eine feste Lage und Fass habe. Vor einem Stück, wie lange Fußballspiel? Hallo! Ich auch aber so, also, sich das Feld gleich schön ausmachen, ne? Und so abgelenkt, okay. Also, noch vor drei Stunden, undenkbar. Ich gebe zu, wir sind alle heute Morgen erst sehr früh auf uns getroffen, Zeitumstellung. Wir wollten es noch nicht wahrhaben, ich erinnere mich an die Gesichter, als ich mit dieser Aufgabe kam und dass wir jetzt in so einer sagenhaften Atmosphäre zusammenhocken, ist eigentlich jetzt schon ein Applaus wert. Für die, die jetzt langsam aus dem Bett gefunden haben und auch merkt haben, dass hier was abgeht, ja, herzlich willkommen an die Ausschläfer, die daheim in Ruhe frühstücken könnten, ja, und die jetzt an dieser fantastischen Tafel teilhaben dürfen. Äußerlich mal zusammengefasst, der Drehzbauheitsmann möchte Dreamteam für die Antenne 1 werden. Jeden Sonntag bin ich unterwegs, 100 haben wir schon gekürt. Es geht darum, auch hier darauf zu gehen. Und dazu zu gehören, muss man eine intelligente Aufgabe lösen, die ich mir immer aufdenke. Und bei euch, wie gesagt, das Thema Burg, hast du mir vorgegeben, ich schicke euch in das 12. Jahrhundert, aber diesmal nach England, durch Artus, Tafelrunde, und somit war die Aufgabe nun folgende. Verlangt war die Voransicht einer Ritterburg. Mindestens 4 Meter hoch und 8 Meter breit. Ich werde jetzt nicht nachmessen, weil diese Kulisse ist so überraschend geil geworden, weil
Damit habt ihr schon den ersten Punkt. Bauelemente, Bauelemente, wie das königliche Scheißhäusle aufzubauen. Ja, das kann ich immer. Sehr schön. Also, das ist euer erster fetter, richtiger, wohlverdienter Punkt. Dann war verlangt eine riesige Tafelrunde, an der alle 40 verkleideten Personen Platz finden sollen. Und zwar König Artus, Sanfran, der Merlin, die Ritter natürlich und jede Menge williger Burschenreis. Herr Ausgabschwester, was ging? Manche haben doch auch zum Anziehen, zum Angucken. So, und wenn ich jetzt da um die Bombe sehe, da sieht man wirklich die harten Recken. Ja, die stahlharten Jungs. Hier diese zierlichen Burschenreis. Einen witzigen Merlin, hier auch nochmal so eine Diener, die aus Rohling, kann man fast sagen. Ja. Hier ist es eher so eine Ebene und da kommen jetzt, okay, da auch noch ein Rotz-Jungsbuch voran, okay, nochmal Merlin. Hier jetzt die königliche Familie und die hat immer einen Platz immer aus der Reihe. Sind es unglaubliche Aussichten in die Tiefen? Unglaubliche Aussichten. Es gibt fast schon real nicht. Das läuft fast schon besser. Also hier weiter die königliche Familie darüber, wieder die Recken. Und hier ist sogar noch ein Dudelsack-Spieler, Burgfräuleins Recken. Also, es gibt nur schier den Atem. Ihr habt damit gewonnen!
jeder, der aufs Bild drauf will, ich möchte hoffen, so viel wie möglich hier versammelt euch mal noch hinten, die königliche Familie darf sitzen bleiben. Ja. Muss für heute reichen. Alles andere ist Schnulli-Bulli.